Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von leimenlokal.de, an diesem Sonntag feiern wir alle Muttertag. Ein Tag, wo wir unserer Mutter die Dankbarkeit zeigen. Schön, dass du da bist. Schön, dass du mich geboren hast. Und schön, dass du mich begleitet hast. Ja, es gibt Mutter. Wir freuen uns, dass wir eine Mutter haben. Aber Mutter, es gibt eigentlich verschiedene Arten von Mutter. Da würde ich sehr gerne heute drei verschiedene Weisen zeigen oder noch mehr. Die leibliche Mutter, die Mutter, die mich 9 Monate in ihrem Leib getragen hat, die mir die Milch geschenkt hat, die mir das Leben geschenkt hat, die mir den Weg im Leben gezeigt hat, die mich überall hingeführt hat. Sie hat mich an die Hand genommen und sie hat mich begleitet. Sie hat mit mir geweint, sie hat mit mir gelacht. Sie war sehr stolz, als ich irgendwas geschafft habe. Das ist eine normale Mutter, die mir sehr wert ist. Es gibt eine zweite Art von Mutter, dass wir noch in unserem Leben immer wieder erfahren, dass jemand im Laufe meines Lebens Mutter wird. Ein Mann oder eine Frau, die wirklich mir die Geborgenheit schenkt, die mir Vertrauen schenkt, die mir vielleicht viele andere Sachen schenkt. Und deshalb sagen wir manchmal, ja, sie ist wie eine Mutter für mich. Dann gibt es auch eine dritte Art von Mutter, nämlich Gott. Die Bibel berichtet verschiedenerweise, dass er Mutter ist. Leider sprechen wir sehr wenig in unserer kirchlichen Sprache, aber Gott sagt in der Bibel, dass er wie eine Mutter die Menschen begleitet hat. Er hat sie genährt, er hat ihnen Kraft geschenkt, also er ist auch eine Mutter. Es gibt auch Mutterkirche, wo wir wirklich sagen in der katholischen Theologie, dass die Kirche selber auch ein Schutz ist, dass die Kirche Menschen begleitet, beschützt und ihnen Bedeutung und Sinn des Lebens schenkt. Als Braut Jesu Christi bleibt die Kirche als Mutter aller Menschen. In diesem Monat Mai haben wir auch Maria als Mutter, als Marienmonat, wo wir sagen, dass Maria unsere himmlische Mutter ist, die im Himmel für uns da ist. Sie beschützt. Man sagt, unter ihrem Mantel dürfen alle Menschen drin sein. Und sie schenkt auch Schutz und Geborgenheit. Heute, wenn wir den Muttertag feiern, können wir auch uns fragen, kann ich auch eine Mutter sein für einen anderen Menschen? Ja, ich kann auch. Ich darf auch. Wenn ich von meiner leiblichen Mutter, von den anderen Menschen, von Gott oder von der Kirche oder von der Mutter Jesu auch die Liebe erfahre, dann darf ich auch den anderen diese Liebe schenken. Ich wünsche Ihnen einen freudigen Muttertag.